Dann gibt es seit ein paar Wochen die Verbandsmeldungen. Das sind quasi die Auswertungen, die man an den Verband gibt, um die Mitgliedsstruktur mitzuteilen, die jetzt aktuell im Verein vorhanden ist. Man gibt generell den Stichtag an. Im Normalfall ist es der erste Tag des Jahres und kann nochmal differenzieren, ob man aktive und passive Mitglieder in der Verbandsmeldung haben möchte oder eben nicht. Und wir haben in diesem Fall auch die A- und die B-Meldung hinzugefügt. Bei der A-Meldung ist das so, dass jedes Mitglied im Verein einmalig gezählt wird. Und es kann natürlich aber auch mal vorkommen, dass ein Mitglied in mehreren Abteilungen oder Teil mehrerer Abteilungen gleichzeitig ist. Dann würde es in der B-Meldung beispielsweise zweimal gezählt werden oder zweimal in der Auflistung auftauchen, quasi aufgeteilt auf die Abteilungen, in denen das Mitglied eben ist. Und bei der A-Meldung ist das so, dass dann wirklich immer jedes Mitglied einmal gezählt wird. Hätte ich jetzt 30 Mitglieder und jedes Mitglied hat 2 Abteilungen, dann würde ich in der B-Meldung 60 Einträge haben und in der A-Meldung hätte ich dann, wie gehabt, 30 Mitglieder. Hier sind keine Informationen zu den Namen der Mitglieder. Also hier wird das wirklich nur aufgeteilt nach Abteilung, Jahrgang, dem Geschlecht und einer Gesamtanzahl, also wirklich interne Informationen gibt es hier nicht. Und das Ganze lässt sich, wie unsere anderen Listen auch, als Excel exportieren. Ich habe auch die Möglichkeit, einzelne Mitglieder in der Mitgliedschaft aus dieser Auswertung auszuschließen. Also ich kann das hier nochmal mitgeben. Da wollten wir einfach den Nutzern die Flexibilität geben, selbst zu entscheiden, wer in der Verbandsmeldung berücksichtigt werden soll und wer nicht.